Hallo mal wieder in der Rigotti-Küche. Wir machen heute was ganz Besonderes und zwar Mojo Rojo, eine spanische oder mallorquinische Soße. Und dabei hilft mir Anna. Anna ist die Frau von Hermann. Hermann ist mein Bienenvater, Imkervater, der mir so viel mit den Bienen immer hilft. Wer meine Videos regelmäßig schaut, der wird ihn eh kennen. Anna, was brauchen wir alles dazu? Das Wichtigste sind natürlich hier unsere getrockneten, gut getrockneten Chili in dem Fall. Es gibt eine Soße, eine sehr scharfe, eine pikante oder auch eine milde. Für die milde Paprikaschoten, für die pikante haben wir jetzt hier hauseigene Rigotti-Schärfe. Also sie riechen fantastisch. Es sind die Pimientos de Padron, die bei mir rot geworden sind, haben ordentlich Power. Und du hast die schon mal gemacht, muss ich jetzt verraten. Und die war so gut, diese Soße, dass ich gesagt habe, hier machen wir jetzt ein Video dazu. Fantastisch. Also kann man gut mit scharfen Chilis machen, aber auch mit normalen, milden Paprikas. Mit milde Paprika. Müssen es getrocknete sein oder kann ich auch frische nehmen? Ich würde es auf jeden Fall, ich kenne es nur mit getrockneten, okay, weil mit den frischen hat man dann so viel Feuchtigkeit drin, die es nicht gewollt ist. Okay. Ja. Also das hat man schon ein Konzentrat, das ist eine Soße, die man jetzt nicht löffelweise isst. Ja. Ja. Zu was esse ich die Soße überhaupt? Ja, so zur Vorspeise zum Beispiel auf so ein frisches, so ein Weißbrot, so ein frisches, knuspriges, ein bisschen sowas drauf. Dann natürlich Kartoffeln. Ja, du hast vorher gesagt mallorquinische, da müssen wir jetzt von den Balearen auf die Kanaren springen. Das ist eine kanarische Soße. Oh, kanarisch. Kanarische Soße. Vielleicht gibt es auf den Balearen ja auch, das weiß ich aber nicht. Also die Kanaren bevorzugen diese Soße. Und es gibt fast zu jedem Essen als Vorspeise. Okay. Zu jedem Essen gibt es dort diese Schrumpelkartoffeln, gekochte kleine Kartoffel, diese Soße dazu. Die heißen Papas Arrugadas, glaube ich. Papas Arrugadas. Oh, köstlich. Ja. Köstlich, da muss ich dir recht geben. Oder einfach aufs Brot. Gut. Das sind die Haupt. Man kann es auch, wenn du so schöne Schafe hast, ein bisschen was zum Fleisch, zum gegrillten Fleisch, schmeckt auch lecker. Das werden wir machen und weil sie es nicht geschafft hat, meine Mayo nachzumachen, habe ich schon mal in einem Video gezeigt, werden wir die am Schluss vom Video auch nochmal ganz auf die Schnelle machen. Mayo, eine ganz simple, beziehungsweise mit Knoblauch, so eine Aioli heißt sie dann. Aioli, genau. Oh, was Fantastisches auch. Werde ich dir zeigen. Ja, geht ganz schnell, in 2-3 Minuten ist die fertig und ist wirklich super einfach. Da bin ich bis jetzt ein bisschen, habe ich da versagt? Kein Problem. Ja, machen wir. Okay, neben den Chili brauchen wir die Knoblauchzehen. Und das ist immer so eine Geschmackssache, wie man das macht. Jeder hat da sein Hausrezept, mehr oder weniger. Man wird ja sehen gleich, was du alles dazu tust an der Menge. Du kannst ein bisschen sagen, schreibe ich dann später unter das Video so die Mengenangaben, wie viel getrocknete Paprika oder Chili man braucht, wie viel Knoblauch und so weiter. Hier haben wir Salz. Und dann haben wir hier Erdnüsse. Erdnüsse braucht man. Wir nehmen ein paar Nüsse dazu. Man kann auch Mandeln nehmen. Typischerweise die Canarios nehmen Mandeln, weil sie die Mandeln einfach haben. Die Mandeln hat man im Garten. Ja. Dann nimmt man auch Mandeln. Nehme ich die für den Geschmack oder für die Konsistenz oder wozu kommen die rein? Die nimmt man ein bisschen zur Konsistenz und wenn es jetzt sehr scharf ist, dann macht es ein bisschen milder jetzt. Was wir natürlich noch brauchen, ganz wichtig, ein gutes Olivenöl. Genau. Ich habe immer ein Olivenöl, das kommt hier jetzt aus Italien. Mein Bruder ist öfters in Italien zum Urlaub machen, da bringt er mir immer so 1-2 von diesen 5-Liter-Kanistern mit und ist von so einer kleinen Ölmühle, wo man weiß, da ist nichts gepanscht. So schlimm mit den italienischen Ölen leider, da muss man wirklich aufpassen, da wird so viel gepanscht, teuer verkauft als natives, kaltgepresstes Öl und nachher hat man irgendwas Billiges mit Fusel drin quasi. Deswegen, wer direkt vor Ort kaufen kann, ist natürlich da am besten beraten. Als erstes müssen wir jetzt diese Schoten mit heißem Wasser übergießen. Okay, auch mal ein Schälchen. Da tun wir jetzt unsere Paprikaschoten rein. Wir nehmen jetzt mal eine ganze Menge. Ihr seht, schöne Handvoll. So viel braucht man vielleicht für eine Portion gar nicht. Aber guck, das ist höchstens 100 Gramm. Oder? Ja, ja.
100 Gramm. Für eine Portion, da hat man dann schon ein bisschen Vorrat. Das macht man sich auch ein bisschen aus Vorrat. Kannst du was zur Haltbarkeit sagen? Ja, wir werden das hinterher ein kleines Schraubglas tun und oben noch mit Öl gut abgießen. Ah, ja. Dann ist es abgedichtet und dann kannst du das, naja, das kannst du schon mal ein paar Wochen im Kühlschrank, wenn es immer schön, man achtet darauf, dass nichts reinkommt und ab und zu mal ein bisschen Öl. Oben immer mit sauberem Löffel rein und dann passiert nichts. Man kann es auch einfrieren, aber das hält sich gut. Gut. Ja. So, dann gebe ich dir das Wasser. Also 2 Wochen, da sehe ich kein Problem. Ja. Gut, wir übergießen das jetzt mal. Circa 20 Minuten. 20 Minuten ziehen lassen. Mhm. Und in den 20 Minuten können wir jetzt uns mit dem Knoblauch da beschäftigen. Ja. Ja. Okay, das heißt, dann stellen wir das beiseite. Stellen wir das mal ein bisschen dahin. Oh, ja, riecht schon gut. Hä? Da riecht man dieses Chili-Aroma, was Feines. Das kommt gerade richtig raus. Man muss bei dem Chili-Egg wirklich aufpassen, dass man sich nicht in die Augen fasst. Ja. Das heiße Wasser ist natürlich jetzt auch richtig scharf dann. Das kannst du dir auch vielleicht abgießen und auch zum Kochen noch verwenden. Ah, ja, ja. Zum Würzen, oder? Dass man es nicht wegtut. Ja, gute Idee. Ja. Aber immer der Tipp, wenn man Chili schneidet oder mit Chili umgeht, entweder man zieht sich Gummihandschuhe an, was ich ja eigentlich gar nicht mag in der Küche, oder man passt danach wirklich auf, sich nicht in den Augen reiben oder in der Nase bohren. Ich habe schon versucht, so diese trockenen Chili Schoten im Mixer drin oder in so einem kleinen Kaffeemühle habe ich das probiert. Ganz ein feines Pulver zu machen von so einem Chilischoten. Das ist tierisch. Den Deckel der Staub, machen ab und der Staub. Du erstickst fast. Geht sofort in die Nase. Ja. Du erstickst fast. Ja. Also. Das ist außerdem noch der Knoblauch von letztem Jahr. Ihr seht, wie schön der hält. Im Keller, ohne Kühlschrank, einfach nur kühl und dunkel. Also Keller kühl und dunkel. Dann hält der euch ein ganzes Jahr, ohne dass er anfängt zu treiben. Und die Zehen sind immer noch schön fest, also nicht faul oder sonst was geworden. Perfekt. Ja, das ist wirklich ein Originalrezept, auch von einer spanischen Freundin habe ich das bekommen. Ein Hausrezept einfach. Wahrscheinlich gibt es in jedem Haushalt ein anderes Rezept, womöglich. Und es gibt auch Leute, die machen es aus dem frischen Paprika, aus dem frischen Chili. Ah, doch, ja. Das gibt schon, aber ich mag das nicht so gerne. Das ist dann alles so wässrig. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Dann ist es wässrig und ist hat nicht mehr diese schöne Konsistenz. Ja, es gibt natürlich wie immer nicht nur ein Rezept. Ja, also das, was du gemacht hattest, das ich probiert hatte, das war so fantastisch. Das versuchen wir wieder hinzukriegen. Ja, also das ist das Mindeste, was wir hinkriegen müssen heute. Ja. Was macht man mit so viel Paprika und so viel Chili? Ne? Dafür sind solche Soßen dann ja ideal. Ja, solche Soßen sind, und man bringt da schon was weg. Also die Palmeros haben säckeweise, schachtelweise von diesen. Und die gelangen da richtig zu. Also. Und Paprika hat viel Vitamin C. Ja. Mhm. Und es muss auch nicht immer so super scharf sein. Es ist gerade so eine Wahnsinnsmode, dass man die möglichst scharfen Chilis anbaut, die die 1 Million Scoville haben. Das ist dieser Schärfegrad. Ich glaube, es gibt Menschen, die mögen damit so ein bisschen spielen und dieser Kick, das Schärfste zu haben, was es so gibt. Ja. Aber so praktisch finde ich es jetzt nicht gerade, muss ich sagen. Das schmeckt sonst nichts mehr. Eben, ja. Also es kommt mir jetzt doch ein bisschen viel vor. Also haben wir jetzt beide. Macht nichts, wir wollen ja noch eine Mayo machen oder eine Aioli. Es langt uns die Hälfte, würde ich denken. Gut, dann packen wir das auf die Seite und nehmen das dann für die Aioli. Ja, ich dachte, die nehmen wir hier nur einen dazu hier. Jawohl. So, ich denke so. Gut. So Pi mal Daumen. Gut. Und jetzt ein bisschen vielleicht mit Salz zerdrücken. Hier so ein Holzmörser ist ganz toll dafür. Kann man das schön zerstoßen damit. Ja. Und dann gleich Salz drauf, meinst du? Ja, ein bisschen Salz drauf. Da ist natürlich, sagt Anna, auch das grobe Meersalz deutlich besser. Ich habe im Moment leider nur das feine. So, das grobe Meersalz, da hat es ja auch eine Saline auf dem Kanal. Ah ja, also habt ihr natürlich auch fantastisches Salz. Da haben wir natürlich auch tolles Salz, auch Fleur de Sal. Und ohne Rieselhilfe. In unserem Salz, das man hier so kauft, ich decke mal hier den Namen ab, das ist so ein normales Salz, wie wir es halt so kennen. Es ist immer schön locker und es rieselt schön, weil Rieselhilfe da drin ist. Ja. Das ist in normalem Salz natürlich nicht. Also jetzt nehmen wir einfach mal so
Ja. So eine gute Handvoll, ja. Wir haben auch die Nüsse, haben wir eine Sorte, die ein bisschen gesalzen auch ist. Stimmt, müssen wir auch überlegen, ja. Ich würde jetzt mal Pi mal Daumen. Können ja dann noch später nachsalzen. Die Finger wissen meistens, wie viel man braucht. Genau, so sehe ich es auch. Ein bisschen zermanschen. Soll ich das machen? Ja, klar, du machst das gut. Ein bisschen zermanschen. Oh, das riecht immer so schön, so ein Knoblauch. Lecker. Also ohne Knoblauch geht es gar nicht. Nein, ne? Sehe ich genauso, ja. Ich zeig's mal hier in die Kamera, schaut doch schön aus. Es riecht mir direkt, gell? An der Knoblauch. Oh, ja. Ja. Ah ja, du hast ja da nochmal so ein ganze. Die sind mir auch sofort ins Auge gefallen, diese wunderschönen. Ich habe gedacht, es sind Paprika, aber es sind ja eben, wie gesagt. Das sind die Chili. Auch die sind von letztem Jahr wunderbar haltbar, sowas. Ja. Habe ich einfach frisch aufgefädelt, ein paar Tage draußen draus gehängt, solange es noch so schön warm war. Natürlich nicht in die pralle Sonne, sondern eher in den Schatten, dass sie einfach austrocknen können. Ja, die sind ganz wunderbar und die halten sich ja wirklich. Halten ewig, ja. Die halten ewig. Ja. Das sind mir auch gleich ins Auge gefallen, als ich dann in die Küche kam. Ah, Paprikasauce. Mein erster Gedanke war Paprikasauce machen. Und dann ist es scharf geworden. Aber gerade gut, aber gerade gut. Ja. Die Stiele und die Kerne rausnehmen. Ja. Das wird sonst wirklich tierisch, wenn man es auch noch. Die Kerne sind dann noch schärfer. Eben. Also die Kerne selber, ich habe von so ein paar Chili-Wissenschaftlern schon gelernt, die Kerne selber sind überhaupt nicht scharf. Es ist das, was an den Kernen so anhaftet. Dieses Härchen, innere Teil. So Härchen. Dieses ganze innere Teil, wo die Kerne dran kleben. Ah, das Weiße, was ändert. Und das ist das Scharfe, das heißt Plazenta. Aha. Bei der Chili oder Paprika, und da steckt diese Schärfe drin. Naja. Und weil dann ein bisschen was anhaftet an den Kernen, ja, denkt man, die Kerne seien mit scharf. Mit den Kernen geht es ja auch weiter, Plazenta, ja. Ja, aber gut, also. Und sieht auch hübsch aus, sowas. Sieht, ne? Toll aus. Ich, sowas mir gefällt der, sowas. Sowas in der Küche hängen hat. Ach ja, herrlich. Ja. Und es ist eigentlich ein perfektes. Konservierung, das Trocknen ist eine perfekte, ne? Konservierung. Da, ja, mache ich auch immer gern. Die verlieren überhaupt nicht an ihrem Geschmack oder an sonst was. Und man muss keine Energie reinstecken, wenn man es in der Sonne trocknet. Ja. Ich finde das fantastisch, muss ich sagen. Die müssen noch ein bisschen ziehen. Ja, die sollten noch ein bisschen ziehen. Dann lass uns doch dazwischen die Aioli machen. Gerne, Mayo. Gute Idee. Ob jetzt Mayo oder Aioli, so unterscheidet sich eigentlich nur darin, dass noch viel Knoblauch drin ist. Ne? Knoblauch, ja. Aber es geht jetzt quasi nur um die Funktionsweise, wie es funktioniert. Ich zeig dir, es ist wirklich super einfach. In der Regel wird man sowieso beides anbieten, wenn man so Gäste hat vielleicht, dann stellt man ein Schüsselchen Aioli hin und dann noch was Scharfes. Perfekt. Ja, perfekt. Es ergänzt sich wirklich gut. Also was wir brauchen, ist eigentlich nur ein oder zwei Eier. Bisschen Knoblauch, wenn man es mag, muss aber nicht. Salz, wo haben wir es hier? Eine Zitrone, den Saft von einer Zitrone. Was ich noch gerne reinmache, sind auch Kapern, passen sehr schön dazu. Und zwar ganz am Schluss, also nicht mit durchmixen. Und Sardellen. Sardellen geben dem Ganzen noch ein richtig schönes, kräftiges Aroma. Die müssen aber auch nicht rein. Und wer keinen Fisch mag, keine Angst, denn die Sardelle schmeckt man nicht raus. Man schmeckt den Fischgeschmack auf keinen Fall raus. Es kommt nur eine Würze rein. So, und was braucht man natürlich noch? Ein Öl. Anna, kann ich Olivenöl nehmen oder magst du lieber ein neutrales Öl? Na, Olivenöl, klar. Olivenöl. Du wohnst in Spanien. Ist das Öl der Wahl? Also eben. Immer, ja. Ich nehme es auch viel lieber. Ich nehme nur ein anderes, wenn ich was scharf anbrate, dann nehme ich natürlich kein Olivenöl. Genau, dann sollte man eins nehmen, das hoch erhitzbar ist. Aber ansonsten verwenden wir kalt jetzt hier. Ja. Ja, es hat natürlich einen starken Einfluss auf den Geschmack der Mayo. Mhm. Wenn du es mit neutralem Öl machst, dann schmeckst du den Knoblauch mehr raus, beziehungsweise so, sie schmeckt, wie wir Deutschen eine Mayo kennen. Ja. Ja? Also mehr so noch gar nichts, oder? Ja. Ja, wenn du keinen Geschmack, also das, dann hast du ja nur noch, eine Mayo schmeckt doch eigentlich noch nichts. Gell? Ist, normal, wenn sie ist halt fettig, ne? Und dadurch ein Geschmacksverstärker, aber deswegen, wir machen natürlich eine, die nach was schmeckt, deswegen, ich verwende gerne ein Olivenöl, denn das ist einfach kräftig. Aber
Wenn ihr es nicht kennt, macht es erstmal eine kleine Portion zum Versuchen. Sie schmeckt tatsächlich anders, die Mayo oder Aioli dann. Gut, ich glaube, sonst brauchen wir nichts. Fällt mir auf die Schnelle nichts ein, den Zauberstab. Ist es jetzt wichtig, dass die Eier jetzt Zimmertemperatur haben? Ah. Oder? Es sollte alles Zimmertemperatur haben, nicht kühlschrankkalt sein. Eier sowieso nie im Kühlschrank lagern, außer... Also macht es bitte so, wie auf der Schachtel steht, wenn ihr sie kauft. Ich glaube, da steht drauf, nach 4 Wochen sollen wir sie in den Kühlschrank stellen. Ich habe ja selber Hühner, die eigenen Eier kommen bei mir niemals in den Kühlschrank, wobei sie werden auch nicht so alt. Ich verschenke viele Eier und verbrauche natürlich auch viele selber. Ich mache jetzt eine kleine Portion mit einem Ei. Mit einem Ei. Ei komplett rein, also ihr müsst es auch nicht trennen, dass man nur das Eigelb bräuchte. Einfach das Ei komplett rein. Dann kommt ein bisschen Salz rein. Wo haben wir das Salz? Hier. Auch einfach eine Prise. Dann kann man die Knoblauchzehen. Hier dürfen in dem Fall ruhig viele rein, weil wir machen die Aioli. Mhm. Dann mache ich Zitronensaft. Siehst du, weil du jetzt Zitronensaft sagst, haben wir vorher noch vergessen zu sagen, dass wir auch einen Essig für die Soße brauchen. Haben wir vergessen, stimmt. Haben wir vergessen. Macht aber nichts. Bringen wir gleich mit rein. Ja. Gut, dass du jetzt den Stürmer jetzt da mit hin, dass wir es nicht vergessen. Ach, was ich vergessen habe, ist natürlich der Senf. Genau, aber es steht ja alles da. Steht zum Glück da. Einfach nach Gusto so eine gute Messerspitze voll mit Senf rein. Mal gucken, also du hast jetzt hier die Knoblauch schon. Salz, Ei, Knoblauch, Zitrone, Senf. Alles so erstmal rein. Okay. So. Viele kennen es noch so, Mayo ganz langsam, das Öl dazugeben, immer während dem Rühren, ist hier gar nicht so wichtig. Wichtig ist ein schmales Gefäß und zwar sollte das so schmal sein, dass der Zauberstab hier so reinpasst. Also das ist schon fast etwas zu breit, aber ich habe es hier drin schon oft gemacht, es geht gut. Dann das Öl dazugießen, natürlich nicht in einem Schwung, sondern schon langsam, aber nicht so langsam, wie man es von den alten Rezepten kennt. Oder ich würde es gerne machen, ich habe es so ein bisschen im Griff. Genau. Zuerst mixe ich das Ganze mal kurz durch. Wenn es so ein bisschen angemixt ist, dann schütte ich das Öl dazu. Auch so eine 5-Liter-Kanne, da brauchst du aber schon eine Rigotti-Hand, gell? Ja, normalerweise fülle ich das immer um in eine 1-Liter-Flasche. Ja. So, jetzt sehe ich schon, wie das hier anfängt, fest zu werden. Siehst du es? Mhm. Und das ist das ganze Geheimnis. Sieht gut aus, ja. Ihr seht, wie fest die schon ist, wie schnell das geht. Mhm. Und völlig problemlos die Konsistenz. Müssen wir natürlich ein bisschen probieren. Jetzt probieren wir sie. Das sieht auch ein bisschen so grünlich aus vom Öl einfach. Das ist das Olivenöl und vor allem ist das ein unfiltriertes. Mhm. Da ist richtig unten eine Schicht drin von den Oliventrestern, von den Resten. Mhm. Mhm. Oh, das Olivenöl ist unglaublich kräftig, ne? Schmeckst du es raus? Ich schmeck's gut raus und auch den Knoblauch. Mhm. Die gehört jetzt natürlich noch ein bisschen gekühlt. Die gehört ein bisschen kühler. Und wenn man es dann noch etwas kräftiger will, eine Sardelle, ich kann es wirklich empfehlen. Was sagst du zu Kapern? Ja, verwende ich auch gern. Kapern verwende ich gern. Sowieso zum frischen Thunfisch und so. Oh. Kapern habe ich meistens im Kühlschrank. Für einen Carpaccio natürlich. Hermann ist nämlich ein großer Fischer und geht gerne angeln. Thunfisch auf und manchmal Thunfisch. Bringt er auch. Manchmal bringt er was. Und bei euch habe ich schon mal essen dürfen, einen Thunfisch Carpaccio. Beziehungsweise es war so ein Sashimi. Thunfisch roh in Scheiben, ne? Ja. Das war köstlich. Und so ein bisschen mit einer Knoblauchzehe das Teller ausreiben, dann einfach den Thunfisch drauf, ganz frisch. Je frischer, je guter. Also es war fantastisch, war das. Ja. So frisch, ne? Ganz herrlich. Also du siehst, kein Geheimnis, keine Schwierigkeit. Ja, also ich muss es nochmal probieren. Ich habe schon gedacht, du verschweigst mir da den Eintrick. Also eventuell könnte es daran liegen, dass du irgendwas aus dem Kühlschrank hattest mit was Warmem zusammen. Ich glaube, es sollte alles Zimmertemperatur haben oder zumindest gleiche Temperatur. Ja.
Oh, die schmeckt gut. Lecker. Gut, die halbe Miete quasi. Wir brauchen ja gleich die Schüssel, deswegen fülle ich das um. Ja. Wie lange haben wir es jetzt ungefähr, so 20, Viertelstunde, 20 Minuten haben Sie? Ich würde schon sagen, dass wir so 20 Minuten haben. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber rein gefühlsmäßig 20 Minuten. Dann mache ich dir den Becher leer. Was machst du derweil? Füllst du ab? Ja, soll ich es mal reingießen hier? Du fängst das Wasser auf, das heißt, das kann man auch verwenden, sagst du? Du könntest es theoretisch auch trinken, ja. Also wenn es kalt ist. Ich würde es nicht warm trinken. Nee. Schick mal noch den Rest dazu. Wir wollen jetzt also in der Soße nicht unbedingt Wasser drin haben. Ja, man muss jetzt nicht weiter trocknen, aber gut so abtropfen. Gut abtropfen, okay. Gut. Das ist ja auch der Grund, warum du keine frischen willst, ich will damit da nicht so viel Flüssigkeit drin ist. Damit da nicht so viel Flüssigkeit drin ist, genau. Aber einweichen ist dennoch nötig. Ohne einweichen geht es nicht. Okay. Und jetzt einfach so ein bisschen in grobe Stücke. Jetzt bist du deinen Topf hier fertig hast, schneide ich das einfach mal hier so rein. Jetzt musst du nur daran denken, dass du mit deinen Händen dann nicht mehr in den Augen reibst, ne? Ja, könnte eine scharfe Sache werden. Ne? Ja. Gut. Der Topf ist auch so. Ah, kommt das schon hier rein? Ja, ist auch kein Hexenwerk. Also du hast es jetzt einfach nur grob geschnitten. Ich zeige es auch nochmal in die Kamera. Grob geschnitten. Nehmen wir mal die Hände. So, jetzt alle unsere anderen Zutaten. Jetzt haben wir hier unseren Knoblauch. Dann mit den Nüssen machen wir es jetzt auch so. Nehmen wir einfach so eine Handvoll. Die Finger wissen immer, wie viel es sein muss. Sehr schön, das gefällt mir. Ja. Das ist Essig, ja. Ein bisschen Essig. Ja. Die können wir jetzt nicht mit drei Fingern nehmen. Nee. Da guckt halt das Auge, ja. Da guckt halt das Auge, da machen wir jetzt so einen Löffel vor. Oh, da kommt schon ein Geruch entgegen. Du sagst einfach Stopp, ich mach mal langsam, ja? Ja. Ja, gut. Oh, diese Farbe. Sieht gut aus. Schau mal, Konsistenz ist jetzt, ich zeig's mal, fest ähnlich wie bei der Aioli. Wir nehmen noch ein bisschen Öl dazu. Jawohl. Noch, aber muss gar nicht mehr so viel sein, sonst schlapper. Okay. Das werden wir natürlich auch probieren. Also, oh, da müssen wir durch. Wenn es jetzt sehr scharf ist, ein bisschen viel dran ist. So, jetzt testen wir mal. Scharf. Oh, scharf. Scharf. Die hat Feuer, die Soße. Die hat Feuer. Aber man isst sie ja auch nicht pur. Ja, normalerweise. Man isst sie ja auf den Kartoffeln. Aber ist die nicht fantastisch? Du, ich fülle sie mal um, dass man sie auch schön sieht. Ich muss da noch mal ein bisschen drin. Ist doch wunderschön. Ja. Also es sieht sehr schön aus. Essen. Die Konsistenz ist schön. Also ich stelle mir das jetzt wunderbar vor zu den Papas Arrugadas, diesen Schrumpelkartoffeln. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, verlinke ich euch mal da oben in der Ecke. Wie man diese Kartoffeln macht, ist auch super einfach, geht auch schnell und unkompliziert. Dazu so eine Soße, dazu so eine Aioli und mehr braucht es nicht. Das schmeckt so gut. Oder wenn du als Vorspeise für Gäste oder auch selber, dann das frische Brot vielleicht drauf. Auch schön mit so einem Toastbrot. Die Leute wollen nichts anderes. Ja, kannst du das Hauptgericht sparen. Köstlich. Völlig unkompliziert, schnell. Ihr wisst, wohin mit euren Chilis, wenn ihr Chili im Garten angebaut habt. Und macht so eine Soße haltbar, wenn man das in ein Glas abfüllt. Ja. Oben noch ein bisschen mit Olivenöl bedecken, zuschrauben in den Kühlschrank mehrere Wochen. Wenn es euch gefallen hat, der Film, dann freue ich mich sehr über einen Daumen rauf. Freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ahoi, sagt Anna und der Selbstversorger Rigotti. Danke. Vielen Dank fürs Mitmachen. Danke, dass ich da sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch was gelernt heute. Ich weiß jetzt endlich, wie die Aioli geht. Gell, war doch keine Kunst. Ja. Und Konsistenz perfekt. Das sieht gut aus, ne?